Hallöchen allerseits und willkommen zu einer neuen Daddelzeit mit einem neuen bzw. eigentlich alten Spiel, weil ich das mal für 4-5 Folgen schon in der Alpha gespielt habe, aber dann wegen der englischen Sprachausgabe etwas kapitulieren musste, weil ich das on the fly nicht mehr ganz so gut übersetzen konnte. Aber jetzt zur finalen Version sind wir zurück und erstmal in der Charaktererstellung. Und ja, männlich ist schon mal ganz gut, weil das kann ich besser übersetzen, weil ich werde jetzt die Vollvertonung, die habe ich erstmal so ein bisschen ausgeschaltet, weil ich die deutschen Texte vorlesen werde und dann möglichst die Stimmen auch sprechen. Und ja, hier können wir Benutzer definiert irgendwie. Aber da müssten doch auch... ja, die Untoten, die gibt es in mehreren Couleur, also Untot kann auch jede mögliche Rasse sein. Aber was ich eigentlich wollte, genau, hier haben wir Herkunft, da haben wir jetzt Charakternamen und das sind Charaktere, die später im Spiel auftauchen, die man sich auch als Gefährten nehmen kann. Aber wir können auch in diese Charakterrollen mit reinschlüpfen und dadurch noch so einen Hauch mehr von der Story aufnehmen. Möchte ich allerdings nicht machen. Ich möchte meinen eigenen Charakter erstellen mit eigenem Namen. Und ja, dann halt drei weitere Charaktere im Verlauf der Story so ein bisschen mit in die Gruppe aufnehmen. Von daher muss ich mal gucken. Ich glaube, ich mache hier den guten alten Menschen. Und zwar in männlich, genau. Und Talente. Kann man das nicht ändern? Ah ne, sind vermutlich die Rassentalente hier. Menschen sind anpassungsfähig, expansionistisch, argwöhnisch und dominieren Rivellon, das ist die Welt. Bürgerkriege haben ihre Gebiete erschüttert, aber nicht ihre Vorherrschaft. Ja, so scheint es zu sein. Gut, da können wir uns schon mal Voreinstellungen nehmen. Aber die Voreinstellungen sind scheißegal, weil es gibt hier kein wirkliches Klassensystem. Es gibt mehrere Talentbäume, von denen wir beliebig theoretisch auswählen können, die natürlich aber auch Anforderungen haben. Man muss die auch skillen. Und entsprechend kann man da echt frei sich Mix aussuchen, aber man muss halt darauf achten, dass man nicht zu viel auf einmal versucht. Und mal schauen, was nehmen wir denn hier? Kleriker, Beschwörer. Genau, Beschwörung, das ist ja auch ein neuer Magiezweig hier im zweiten Teil. Ich muss zugeben, den ersten Teil, den habe ich auch, wenn ich den an sich geil fand, kaum gespielt. Schande auf mein Haupt. Metamorph, da kann man sich selbst verwandeln, oder? Tentakelschlag, oh. Das hat natürlich was. Spitzbube. Finde ich rein vom Namen hier geil. Wildling, das erinnert mich eher an Game of Thrones. Ah, männliche Hexe, jawohl. Nehmen wir einfach mal das hier und dann können wir das Ganze ja nochmal selbstständig erweitern. Ich denke, wenn wir einfach hier so drauf gehen erstmal. Aber vorerst passen wir das Ganze mal. Ah ja, die haben ja wieder diese tollen Hautfarbennamen. Weil man es mit reinen normalen Farben nicht ausdrücken kann. Nehmen wir hier reines Elfenbein. Ui, das ist schon ein bisschen ein älteres Semester. Okay, mal schauen, was wir da so alles haben. Oh, das ist schon so ein bisschen hier. Der hat schon Abenteuer gesehen, auf jeden Fall. Der hat ein bisschen Knollner, das ist. Kann man nehmen, muss man nicht. Was war das erste überhaupt? Das war hier so der Alrik Standard quasi. Ja, wenn jetzt schon die Probleme auftauchen, wa? Dann weiß man, dass man verkackt hat, wenn es schon in der Charaktererstellung anfängt. Also wirklich viel Brauchbares haben wir hier auch noch nicht. Das ist noch nicht zufriedenstellend. Dann nehme ich hier den mit der schönen Gesichtsnarbe. Passt zwar für einen Magier an, für sich gar nicht so sehr, aber hey, who cares?
Ja, das könnte man nehmen. Das auch. So ein bisschen vom Winde verweht. Oh, was nehmen wir denn hier so frisurentechnisch? Oh ja, das könnte man theoretisch nehmen. Haarfarbe. Böttcher. Ah, auch wieder alles so hier. Chirurg, war ich so schön blutig, genau. Ja, machen wir am Ende gar nicht so viel anders als unser erster Charakter, aber das macht ja nichts. Das ist ja alles legitim. Nee, das sieht merkwürdig aus. Das wäre eher schon so in Richtung Wikingerkrieger. Das schon eher. Vielleicht auch gar nicht, ne? Oder nehmen wir hier ein Bart oder nicht? Lustige Stimme. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass ich die Sprache ausgestellt habe. Ha. Habe ich ganz klug gemacht. Na gut. Nehmen wir das erstmal, glaube ich, so an und gehen dann auf die Voreinstellung. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Was nehmen wir? Intelligenz auf jeden Fall, weil wir wollen ja Richtung Magie gehen. Was haben wir denn hier so an Sachen? Stärke erhöht den Schaden, den du mit stärkebasierenden Waffen und Fertigkeiten bewirkst. Nein, auch wenn die Tragkraft natürlich schön wäre, aber nee. Finesse erhöht den Schaden, den du mit Finesse-basierten Waffen und Fertigkeiten bewirkst. Kann man theoretisch gebrauchen, aber ich glaube auch nicht so ganz, weil wir nicht so sehr mit Waffen arbeiten werden. Konstitution bestimmt Lebenskraft. Nee, Intelligenz ist schon mal gut. Gedächtnis. Das Gedächtnis beeinflusst deine Anzahl von Gedächtnisplätzen, die zum Erlernen von Fertigkeiten erforderlich sind. Mächtigere Fertigkeiten beanspruchen mehr Plätze. Ja, das ist eine Neuerung vom ersten Teil, dass man man hat Gedächtnisplätze für die Fähigkeiten, die man aktiv im Kampf haben kann. Man kann zwar alles Mögliche erlernen, aber man kann halt nur eine begrenzte Anzahl Sachen direkt bei sich führen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie das Zaubererlernen bei Baldur's Gate oder Neverwinter Nights, wenn man Magier ist. Da musste man das auch so ein bisschen gucken. Verstand beeinflusst kritisch Chance, Initiative und deine Fähigkeit, Fallen zu erkennen und versteckte Schätze zu finden. Okay. Intelligenz werden wir, glaube ich, auf jeden Fall hier hoch machen, weil das werden, glaube ich, die meisten Sachen sein. Gedächtnis. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Gedächtnis jetzt schon steigern sollte, weil da hat man ja noch nicht so viele Sachen eigentlich. Fallen zu erkennen, Schätze zu finden, das ist eigentlich eher Diebeshandwerk. Konstitution, Finesse. Ja, das ist jetzt die Frage. Was gebe ich einem verdammten Magier? Aber ich nehme jetzt einfach dann doch Gedächtnis. Ich hoffe, es macht kein Problem und vielleicht finden wir ja bei Talente irgendwas, was Anforderungen hat. Geizig. Gewährt dir plus 1 tauschen. Blutsauger. Blutsauger halt dich, wenn du in Blut stehst. Okay, kann man machen. Muss man nicht. Verfügbare Talente. Wir dürfen ein einziges wählen. Okay. Tierfreund. Das ist eine geile Sache. Tierfreund befähigt dich, mit Tieren zu sprechen. Finde ich an sich richtig geile Sache, weil das im rollenspielerischen Bereich einfach enorm geile Sachen bringt. Abgefahren. Erhöht Reichweite von Fertigkeit und Schriftrollen um 2 Meter. Ja, kann man machen. Blutsauger, das haben wir ja hier. Blutsauger, halt dich, wenn du in Blut stehst. Der Bauer. 1 AP freie Bewegung pro Runde. Einsamer Wolf. Nee, das ist nur, wenn man mit nicht so vielen Gruppenmitgliedern spielen will. Aber ich möchte ja die Gruppe irgendwann ausreizen. Elementaraffinität verringert die Aktionspunktekosten von Zaubern um 1, wenn du auf einer Fläche desselben Elements stehst. An sich geile Sache, nur wenn ich Feuer mache, ich weiß nicht, wie oft ich da auf einer Feuerfläche stehe. Na gut, Folterer erhöht die Dauer von Schadensstatuseffekten, die durch deine Fertigkeiten und Flächen ausgelöst werden, um eine Runde. Das könnte interessant sein, auf jeden Fall.
Gedächtnisstütze. Gewährt 3 Extrapunkte beim Gedächtnisattribut. Nö, das muss so ausreichen. Gestank verringert bei allen die viel Gestank verringert bei allen, wie viel Sympathie sie für dich haben, um 25, aber Nahkampfgegner greifen dich selten an. Glaskanone. Uiuiuiuiui. Nee, das will ich nicht haben. Heißsporn. Bei maximaler Lebenskraft 10% kritische Chance und 10% Dingensbums. Instabil. Wenn du stirbst, lässt dich instabil in eine Blutwolke explodieren, die im Radius von 3 Meter 100% deiner Lebenskraft als physischen Schaden bewirkt. Ja, warum nicht? Lebende Rüstung. Lebende Rüstung fügt deiner magischen Rüstung 35% jeglicher Heilung hinzu, die du durch Fertigkeiten oder Verbrauchsgüter erhältst. Opportunist. Gelegenheitsangriffe. Stabschleuder. Och nö, das muss nicht sein. Steh auf, Männchen. Jo, kann man machen, muss man nicht. Was nicht umbringt. Was nicht umbringt, verringert die Dauer von Statuseffekten um eine Runde. Das betrifft auch positive Statuseffekte und so weiter und so fort. Wüstes Zaubermittel. Wüstes Zaubermittel gewährt allen magischen Fertigkeiten eine zusätzliche Kritischchance in Höhe deines Kritischschwerts. Das klingt ja mal in der Regel geil, aber ich glaube, ich nehme die elementare Affinität, oder? Wobei, das wäre auch nicht schlecht. Aber elementare Affinität, das klingt eigentlich geil. Wobei, Folterer ist auch der Hammer. Statuseffekte, ich glaube, die können richtig geil sein. Folterer, aber das passt nicht so zum Charakter, den ich gerne haben will. Mal sehen, Kennzeichen. Ah ja, Kennzeichen ist natürlich auch sehr interessante Sache, weil ihr alle kennt, glaube ich, Twitter und Co. mit den Hashtags und die Kennzeichen, die heißen im Original eigentlich Tags und ja, die Tags sind dafür da, um diverse Dialogoptionen quasi einen Charakter zu bilden und da können wir jetzt verschiedene Sachen auswählen. 2 Stück können wir hier uns gönnen. Helm anzeigen. Naja, wie auch immer. Da können wir hier Gelehrter nehmen. Du bist intelligent und neugierig, daher übersteigt dein Wissensdurst auch bei weitem deine Lust auf Blutvergießen. Bücher und Schriftrollen sind deine wertvollsten Besitztümer. Ich glaube, das ist schon fast ein... Wobei, Mystiker, was ist das? Risse in der Realität führen dich in andere Zeiten und an andere Orte. An solche der Lehre und an solche der Götter. Deine Visionen gehören nicht ganz zu dir, aber du kannst sie nutzen. Narre, immer ein Witz oder ein Lied auf den Lippen, bist du vor allem eine Unterhaltungskünstlerin oder ein Unterhaltungskünstler. Du kannst die Leute mit deinen derben Zoten für dich gewinnen und sie mit Schauergeschichten fesseln. Das nehme ich auf jeden Fall. Der soll ja schon ein bisschen lustig drauf sein, der Typ hier. Und ich glaube, da nehme ich noch... nämlich der Mystiker, der hat natürlich auch was, aber dann passt der nah nicht so. Das passt dann doch noch eher zum Gelehrten, auch wenn nicht ganz völlig. Instrumente. Wähle dein Ursprungsinstrument aus. Es spielt in der Kampfmusik die Hauptstimme und hebt bestimmte Momente deines Abenteuers hervor. Ah, da hört man es gleich auch. Cello. Aha, muss ich mal kurz gucken. Ah, das ist auch wieder so eine Scheißwahl. Man weiß nicht, was man da genau am besten auswählt. Ah, nehme ich einfach mal das. Gut, was können wir da noch? Ah ja, Fähigkeiten. Wenn wir das nicht geändert hätten, das wäre natürlich auch dämlich gewesen.
Ich möchte natürlich Fertigkeiten hier haben. Ach, das sind die Kampffertigkeiten, Zivilfertigkeiten. Hä, tauschen? Wieso kann ich... Ist Tauschen etwa so der Standard für einen Mensch oder so? Keine Ahnung. Ja, gönnen wir uns mal hier ein bisschen die Sachen. Wieso kann ich da nicht... Kommt das irgendwie... Muss ich mal kurz gucken. Herkunft. Was haben wir denn da? Geizig. Voreinstellung. Haben wir da irgendwie was anderes dann? Nehmen wir mal Spitzbube jetzt. Einfach mal just for the lols. Nee, da ist auch Tauschen mit drin. Schade. Wieso kann ich Tauschen nicht ändern? Okay, wenn das so ist, dann nehme ich natürlich eine andere Voreinstellung wieder. Und zwar, mal sehen, was passt optisch am besten. Darauf kommt sie auch so ein bisschen an. Was passt einfach hier? Ja, wir können so einen halben Nacke da hier machen. Kampfmagier, Zauberer. Hexe, Zauberer. Zauber ist natürlich hier noch so ein bisschen, ne? Gechillter, was das angeht. Was hat der überhaupt als Waffe mit dabei? Ah ne, der hat eine Nahkampfwaffe. Ich glaube, da gehen wir Full Magic hier. Warum auch nicht? So, können wir das nochmal hier... Ah ne, da wollten wir ein auf Gedächtnis auf jeden Fall machen. Einfach nur, weil wir es können. Das wird bestätigt. Dann müssen wir hier mal... Pyronetik finde ich ja schon mal geil. Das ist so ganz mein Ding. Und Lehrmeister. Ja, Lehrmeister hat natürlich auch was. Lehrmeister erkennt Feinde und ermöglicht dir, Gegenstände zu identifizieren. Durch Erhöhung kannst du schneller... mal sehen. Telekinese finde ich natürlich geil. Aber auch Überredung fände ich ziemlich cool. Ich mache erstmal hier... Man kann ja verschiedene Punkte noch bekommen. Ich mache hier einfach mal Telekinese, weil ich einfach sehen will, was man damit alles anstellen kann. Und dann gehen wir nochmal... Damit tatsächlich... Haben wir da nur zwei? Ich kann natürlich voll da reingehen oder mir noch irgendwas anderes aussuchen. Die Frage ist, welcher Zweig hat welches Attribut? Das ist natürlich das Problem. Beschwören, Kriegsführung. Polymorph, das hat natürlich auch irgendwie Stil. Polymorph gewährt dir einen kostenlosen Attributspunkt pro investierten Punkt. Ach, da gibt es auch noch verschiedene Sachen, die das passiv erhöht. Erhöht dein Feuer, okay, ja. Ein kostenlosen Attributspunkt. Das ist natürlich auch irgendwie geil. Erhöht Lebenskraft, Schaden, physische Rüstung und magische Rüstung deiner Beschwörung und Totems. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was man am besten zur Pyrokinetik hinzufügt. Das wäre natürlich schön. Luft könnte man machen. Erde. Irgendwie hätte ich auch Bock auf Beschwörungen. Ja, Beschwörungen, dann bin ich zumindest nicht alleine. Das ist schon mal eine ganz brauchbare Sache auf jeden Fall. Achso, ja. Drei Stück. Fertigkeiten können wir auch noch. Da haben wir die Wahl zwischen den Vieren und wir haben drei Plätze offenbar. Was nehmen wir denn? Die Brenndolche, die hatte ich glaube ich schon vorher gehabt beim ersten Mal, aber das klingt eigentlich ganz gut. Das ist so ein Standard-Schadensangriff, wie man sieht. Verschießt drei brennende Dolche auf Ziele deiner Wahl und so weiter und so fort.
Geistesfrieden. Das Ziel hält den Statuseffekt klarer Geist, der Stärke, Finesse, Intelligenz sowie Verstand erhöht. Heilt Sachen auf jeden Fall, ist auch nicht schlecht. Inkarnationen beschwören. Ich würde auf jeden Fall hier die Inkarnation, weil dann haben wir wirklich ein Lebewesen. Klingt eigentlich ganz brauchbar. Und was haben wir denn hier? Das war das mit dem Statuseffekt Eile. Erzeugt den Statuseffekt Eile beim Zielcharakter. Eile erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 2 Meter pro AP und fügt zusätzlich 1 AP pro Zug hinzu. Das ist auch nicht schlecht. Zündung. Auch nicht schlecht. Dimensionsbolzen. Verschießt einen unbeständigen Bolzen, der 4 bis 5 Schaden zufälliger Art verursacht und dann eine entsprechende Fläche erschafft. Auch nicht schlecht. Ah, Fläche erschaffen ist für uns ja gar an und für sich nicht so schlecht. Andererseits, ich bin ja jetzt mit diesem Elementgedöns Talent. Was haben wir denn da? Wieso habe ich das gewählt? Ich wollte doch hier elementare Affinität. Und wenn ich das habe, dann sollte ich eigentlich allgemein mehr auf Elemente gehen, glaube ich. Dann nehme ich doch nochmal ein Element. Beschwörung weg und... Nehmen wir dann Geomant oder... Aeroturk. Ah, Luft und Feuer. Irgendwas wird man damit hoffentlich brauchbar machen können. Ich hoffe es zumindest. Oh Gott, ich gehe hier so völlig ohne jegliches Wissen an das Ding hier ran. Was sich gut zusammen eignen würde. Kann ich hier irgendwas Zufall oder so? Nee. Dann nehme ich... Mein Standardnamen so fast schon, Aelias. Nachnamen braucht man nicht, das ist irgendwie... Nee. Unsinnig, wozu? Ah, jetzt haben wir hier nochmal Sachen. Bewirkt den Statuseffekt schockiert bei einem Ziel innerhalb einer Armlänge, sowie 7 bis 8 Luftschaden. Okay. Auch nicht schlecht. Wir brauchen irgendwas mit einem elementaren Feld hier. Günstige Winde. Ist natürlich schöner Unterstützungszauber. Ah, der Schaden basiert auf deiner Stufe und erhält den Bonus von Intelligenz. Ist sowieso nicht schlecht. Ah, genau das gleiche auch da. Wunderbar. Dann nehmen wir auch das noch, weil, warum nicht, oder? Mal kurz gucken. Ja, wollen wir doch mal schockieren. Bayer ist, glaube ich, auch mit Wasser richtig geil, käme hier schockieren. Ich glaube, Erde wäre eigentlich nochmal die bessere Variante für Feuer sein. Wir können vielleicht auch so einen Feuersturm, das kann natürlich auch sein. Aber wir nehmen das einfach erstmal so. Man kann das ja noch irgendwie ändern. Bestätigen wir mal. Ja, und ich glaube, wir sind dann auch soweit mit der Erstellung hoffentlich durch. Ja, ich glaube, so können wir an das Spiel rangehen. Und ich mache dann einfach mal hier den Cut und wir sehen uns bei der ersten richtigen Folge dann wieder. Also, ciao, ciao und ich hoffe, ihr bleibt dabei.